12 Jahre Landespolizeipräsident und jetzt zum ersten FC Nürnberg? Bei seiner Verabschiedung durch Innenminister Joachim Herrmann hat Waldemar Kindler die Ehrenmitgliedschaft für Rentner geschenkt bekommen. Ja, es ist so, ich habe mit dem Nürnberger Club schon seit ewigen Zeiten, seit Kindheit. Ich kenne ja natürlich auch die ganzen Trainer und Spieler. Und da habe ich natürlich, wenn ich Ehrenmitglied bin, ist es zwar schön, aber dann sinken die Chancen, dass ich noch verpflichtet werde, natürlich gewaltig. Während er bei der bayerischen Polizei den Ton angegeben hat, ging es laut Innenminister Joachim Herrmann steil bergauf. Waldemar Kindler hat über viele, viele Jahre großartige Arbeit in der bayerischen Polizei geleistet. Er war jetzt 12 Jahre lang der oberste Chef der bayerischen Polizei. Und dass wir insgesamt so sicher leben, dass unsere bayerische Polizei einen so starken Einsatz bringt, das ist auch seiner guten Führung zu verdanken. Und deshalb denke ich, kann Waldemar Kindler auf eine wirklich beeindruckende, erfolgreiche Karriere zurückblicken. Auf Kindlers Stuhl wird ab dem 1. Juli der ehemalige Münchner Polizeipräsident Wilhelm Schmiedbauer sitzen. Er hat das Zeug dazu, das Ganze zu führen. Und er soll das mit Gelassenheit, mit Konsequenz führen. Er hat das Zeug dazu. Ich bin überzeugt, dass er das gut macht. Ich habe ihn ja schließlich eingestellt und habe ihn immer begleitet. Und auch der Innenminister könnte mit Waldemar Kindlers Nachfolger nicht zufriedener sein. Immerhin war er es, der Wilhelm Schmiedbauer für das Amt vorgeschlagen hat. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.